Ja, bei mir jetzt der Spieler des Spiels, Kevin Zucht, du bist kurz nach der Pause, bist du enorm liegen geblieben. Erzähl mal kurz, was da passiert ist, an was du dich überhaupt mal erinnern kannst. Ja gut, erinnern kann ich mich an alles, ich finde es gut. Soweit ich weiß, soweit ich mitbekommen habe, war es wohl mein eigener Spieler, von dem ich den Ellenbogen abgekriegt habe. Aber wie gesagt, mir geht es gut. Ich werde jetzt mal ins Krankenhaus fahren und Dinge noch nähen lassen und dann werde ich aber auch weiter saufen. Also eine Platzwunde an der Backe, kann man sagen, hat sich offensichtlich nicht groß behindert, denn du hast dann weiter dein Spiel gemacht. Ja, wir hatten erst ein festes Band hier drum, das war zu stramm. Ja. Da haben wir dann ein Trainiersotape drum gemacht, der Kollege hat es dann hinten noch aufgerissen, damit ich ein bisschen Bewegungsfreiheit da habe. Ja. Ja, danach ging es dann. Ja, und zum Spiel 3-0, klarer Sieg. Hätte, glaube ich, erste Halbzeit hätte er schon alles klar machen können. Aber ist ja, denke ich mal, ein Riesenstolz. Jetzt nach 19 Jahren ist die SG zurückgekehrt. Seit 20. Seit 20 sogar. Ihr seid am Ziel der Träume, ne? Ja, jetzt auf jeden Fall. Wir versuchen ja schon Ewigkeiten aufzusteigen. Jetzt endlich haben wir es geschafft, auch wenn nur die Relegation ist, nur in Anführungsstrichen. Wir haben es geschafft, wir sind stolz auf uns. Jeder kann hier stolz auf sich sein, auf seine Leistung, die er hier gebracht hat. Wir haben gekämpft bis zum Gegnermeer, bis zur allerletzten Minute. Und haben uns zu Recht nach der Saison auch belohnt. Andi Steffen geht jetzt, hat sich ein tolles Abschiedsgeschenk gemacht mit dem Tor. Lässt man nicht gerne ziehen, glaube ich jetzt, den Andi, ne? Hat er gute Arbeit geleistet. Ach, was heißt gerne ziehen? Wir lassen generell keinen aus unserer Mannschaft gerne ziehen. Der Andreas hat gute Gründe, warum er das macht. Und da unterstützen wir ihn alle dabei.